Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Telefootball zum nächsten Stadionblock. Heute mal nicht mit dem Start im Sauerland, denn ich bin aktuell noch in Bielefeld und jetzt geht's weiter nach Braunschweig. Denn dort spielt morgen Schalke und ich nehme mich natürlich wieder mit auf dem Weg dorthin. Wichtiges Außerspiel für uns, wir wollen den dritten Pflichtspielsieg in Folge. Erstmal eine schöne kalte Sprite gekauft für die Fahrt nach Braunschweig. Gutes Ding. Bevor es aber nach Braunschweig geht, natürlich erstmal Schalke-Sachen an. Na was, Schalke-Klamotten. Abfahrt nach Braunschweig, gute 2 Stunden von Bielefeld, also das geht auf jeden Fall relativ klar. Übernachten dann dort und morgen sind wir Schalke dann dran. Und hier sind wir angekommen in Braunschweig an der Hamburger Straße, einen Abend vorher. Da hinten kann man schon die blauen Sitze sehen. Hier Braunschweigs Fanshop in Blau und Gelb. Und hier ist das Eintrachtstadion. Genau hier müssen wir morgen auch hin. Wir sitzen auf der Westtribüne hinter den Trainerbänken. Bin gespannt, zum ersten Mal hier. Ein paar Schalker sind auch schon da, sind hier nebenan im Restaurant. Ja, könnte auf jeden Fall wieder gut werden morgen. Angekommen am Hotel. Mal gucken, wie das so ist für eine Nacht. Hotel liegt übrigens im Stadion näher, also optimal. Rein geht's. Ja. Gerne. Eingangsbereich auf jeden Fall ganz schick. Hier ist es ein bisschen älter. Mal gucken, wie die Zimmer so ausschauen. 210 ist die Nummer. Schauen wir mal. Am Ende braucht es aber auch kein wunderschönes Zimmer, sondern 3 Punkte. Das ist das Wichtigste. So, da sind wir. Und da sind wir doch. Also, auf jeden Fall, schön groß. Aussicht weiß ich nicht, machen wir gleich mal hoch. Schreibtisch, gut zum Schneiden. Kann man nehmen. Badezimmer. Zeigen wir euch auch noch eben, wenn das Licht dann angeht. Ja, also alles ein bisschen älter, aber geht klar. Die Aussicht konnte ich ja vorher nicht zeigen, weil die Rolllade unten war. Jetzt ist sie hoch. Ja, so sieht's aus. Aus dem Braunschweiger Hotelzimmer. Muss natürlich auch nicht hochmodern sein und für 69 Euro die Nacht ist das für einen Samstagabend auch ein vollkommen fairer Preis. Morgen dann auch noch mit Frühstücksbuffet. Es fragen auch immer viele, wann und wo ich meine Stadionvlogs so schneide. Hier ist gerade der im Schnitt von Bielefeld gegen Münster. Mittlerweile natürlich auch online für euch, also gerne mal abchecken. Nach Braunschweig gegen Schalke. Und auch sowas macht man eben dann unterwegs im Hotel. Ja, so ist es. Jetzt haben wir es gegen 8:30 und schauen uns nochmal ganz kurz in der Braunschweiger Innenstadt so um, wie es da so ausschaut. Und vor allem gehen wir jetzt nochmal was Vernünftiges essen. Also das Gebäude sieht auf jeden Fall mit dem Himmelhintergrund echt geil aus. Hier ist auch ein großes Shoppingcenter und L'Osteria und da gehen wir jetzt schön essen. Geil! Zur Abkühlung erstmal eine schöne große Spezi. Schöne große Salami-Pizza und hier Spaghetti. Geil, geil, geil. Auch mal ganz angenehm neben dem Stadion essen. Puh, gut gegessen und jetzt kann man schlafen gehen. Also, bis morgen. Guten Morgen aus Braunschweig. Wir haben jetzt ungefähr 10 Uhr, also noch 3,5 Stunden bis zum Anpfiff. Auswärtstrikot ist natürlich schon an mit Henning Matriciani hinten drauf. Der müsste heute vielleicht sogar spielen, wenn Brunner ausfällt. Und jetzt geht's aber erstmal frühstücken. Kleine Ausbeute mit Kakao, Wasser, Brötchen, Käse, Wurst. Wollen Sie nicht übertreiben, gleich gibt's ja noch Stadionessen. Das war's vom Frühstück. Viel mehr gab's auch nicht zu zeigen. Und jetzt eben kurz Sachen zusammenpacken und dann geht's schon Richtung Stadion.
Heute übrigens ist es ja das zweite Duell gegen Braunschweig innerhalb von einer Woche. Letzte Woche Freitag im Pokal haben wir ja 3:1 gewinnen können. War jetzt nicht das schönste Spiel, aber war ein Sieg, das war das Wichtigste. Und dort gab es wohl auch ein paar Fanausschreitungen zwischen Braunschweigern und Schalkern. Deswegen ist heute Gäste-Fan-Kleidung außerhalb des Gästeblocks fast verboten, außer auf der Haupttribüne, da sitzen wir. Deswegen können wir ruhigen Gewissens natürlich auch dann Schalke-Sachen anziehen. Mal gespannt, wie viele Schalke auf jeden Fall hier sind. Wie gesagt, Fankleidung ist nur auf der Haupttribüne erlaubt. Genau dort sitzen wir. Ja, schauen wir mal. Stimmung sollte aber auf jeden Fall wirklich gut werden. Schalke-Bus kommt. Jawohl. Und jetzt geht's rein ins Eintracht-Stadion. Und da sind wir drin. Einige Schalker auf jeden Fall auch mit dabei. Und da ist unser Mannschaftsbus leider schon leer, etwas zu spät drin. Aber unsere Mannschaft ist da und bereit für den Sieg. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bislang waren ja unsere Spiele sicherlich spielerisch nicht die besten. Aber wir haben 2 Siege in Folge. Auftakt bei der gab es ja beim HSV, aber ansonsten ist das vollkommen in Ordnung. Heute müssen wir die nächsten 3 Punkte auf jeden Fall her. Und da hinten kommt der Braunschweiger Bus. Alles sehr nah aneinander. Und jetzt geht's hoch rein ins Stadion. Mal gucken, was die hier so Gutes zu essen und zu trinken haben. Und da sind wir. Sehr schön. Und da links füllt sich der Auswärtsblock. Hier sind wir also im Eintracht-Stadion. Braunschweiger Kurve füllt sich so langsam. Schalke Auswärtsfans, ja, kommen so peu à peu. Und wir sitzen hier direkt. Nehmen wir VIP-Bereich. Also vielleicht sind Peter Knebel und Co. ja auch hier. Also sind irgendwo hier, aber vielleicht direkt hier. Gestern in Bielefeld gab es ja Krombacher. Heute in Braunschweig haben wir Wolters. Ich habe schon ein paar Schlücke getrunken. Schmeckt sehr, sehr gut. Ist eine Privatbrauerei. Finde ich geil. 5 Euro, halber Liter. Schmeckt. Also bei dem Wetter. Frisches Bier. Geil. Und dann noch von Wolters. Gutes Ding. Für alle Braunschweiger unter euch, da sieht man auch noch Jasmin Fesic aus, oder? Der seine Karriere beendet hat. Den fand ich immer top bei euch. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die Stadionwurst. Schöne Bratwurst. Für 3,50 und das lohnt sich. Mal kurz der Blick auf unsere Startelf und da überrascht Niklas Tauer. Der spielt heute rechte Verteidiger, Bruna Field, Matriciani auf der Bank, ansonsten Müller im Tor, Fährmann aber wieder im Kader. Auch das haben wir schon mal ganz gut. Kaminski, Baumgartl, Auvian, natürlich dann in der Verteidigung. Dann haben wir im Mittelfeld Schallenberg, Seguin, Tempelmann und vorne Brian Lassme. Lassem, wie man den auch mal aussprechen mag. Startelf-Debüt für uns mit Karaman und Tirode vorne drin. Sieht ganz gut aus, wobei Tauer dann doch schon überraschend ist. Hier hat er eher mit Henning gerechnet. Braunschweig hat er bislang alle 3 Pflichtspiele verloren. Beide in der Liga knapp gegen Kiel und Magdeburg. Einmal 1-0, einmal 2-1. Das waren knappe Geschichten. Auch gegen uns war Braunschweig nicht schlecht letzte Woche. Da haben wir 3-1 gewinnen können. Ich glaube schon, dass es eng wird. Wir gewinnen mit 1-0. Sportvorstand Peter Knebel. Warum der auch immer hier bei den normalen Plätzen rumläuft. Aber was soll's. Ralle ist zurück. Auch wenn er jetzt auf der Bank ist. Und der SC Schalke durch den Eintracht-Pokal beim Schalke-Pokal ist hier ein Eintracht-Pokal.
Einmal wieder krass, wie viele Schalker jetzt schon wieder hier sind. Einfach geil, das wird wieder laut. Und da haben wir Sebastian Griesbeck, oder? An die Braunschweiger müsste er sein. Heute auch Kike Top zum ersten Mal im Kader in dieser Zweitligasaison. Sebastian Polter fehlt verletzungsbedingt. Es gab ja unter der Woche dieses interne Testspiel, was dafür ein paar Schlagzeilen gesorgt hat, wo Schalke gegen die zweite Mannschaft verloren hat. Und da hat Kike Top für die zweite gespielt und überzeugt, vielleicht kriegt Top auch heute mal ein paar Minuten. Jetzt ist mal eine schöne Krakauer. Die sieht schon sehr gut aus. Bei dem Wetter auch ein bisschen Eis, nicht verkehrt. Ja, kalt, aber geil. André Echelmann auch vor Ort, kann noch mal ein paar Transfers tätigen in den nächsten Tagen. Da wird sicherlich noch was kommen. Kamadai auch zum ersten Mal heute im Kader. Neuzugang von Bayern. Danke, das Spiel läuft. Abseits. Kenan Karaman leider im Abseits. Das Tower, erster guter Eindruck von ihm auf jeden Fall bekommen und direkt hat Zammer gerappelt. Der schmeißt sich überall rein. Junge, Junge, Junge. 10 Minuten rum, Braunschweig kommt gut rein, ist giftig in den Zweikämpfen. Ja, das ist ordentlich. Oh, Müller, stark. Komm, 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 komm. Pokal, Braunschweig führt mit 1:0 durch den Fehler von uns. Aber das ist verdient, weil wir nicht gut im Spiel sind. Wann? Meine Güte. Es ist Trinkpause und die braucht's auch. Das ist nicht gut genug. Nach vorne ideenlos und hinten wackelig. Braunschweig führt, finde ich, verdient. Kusuki kommt für Karaman, der ist angeschlagen. Kusuki mit seiner ersten Chance nun in der zweiten Liga. Gut, Junge, gut. Ja.
verdient. Das ist generell jetzt kein Hochglanz-Fußballspiel, sehr, sehr giftig und da ist Braunschweig einfach ein Ticken besser. Und bei uns da vorne ganz, ganz harte Kost. Also das wird ein ordentliches Brett, was wir hier bohren müssen in der zweiten Hälfte. Ein Punkt ist sicher nicht drin, Sieg aktuell gefühlt auf jeden Fall weit weg. Sidi Sané ist ja mittlerweile bei Braunschweig, aktuell noch verletzt, deswegen leider nicht mit dabei. Da unten ist er aber. Ehemaliger Schalker. Wayne Raugo und Matriciani nur mit Trikot an, die werden gleich wohl kommen. Und Dominik Drexler auch noch mit Trikot an, also dreifach Wechsel. Ja, vernünftig. Mittelfeld bislang noch gar nicht vorhanden. Ich denke mal, Henning kommt für Tower rein, der auch ordentlich abbekommen hat. Ansonsten finde ich Tower trotz des Fehlers gar nicht mal so verkehrt als rechten Verteidiger. Ja gut, im Mittelfeld nach vorne, da muss deutlich mehr her. Also Wayne Raugo und Drexler, mal gucken für wen. Tempelmann und Seguin raus. Gucken wir mal, es kann gefühlt nur besser werden. Zweite Hälfte läuft jetzt hier. Oh, was eine Chance. Auch Lazem verletzt und somit Kamadayi mit seinem Debüt für uns. Ah, weiter! Aber gut, dass er den keinen Einfluss mehr. Das war's also aus Braunschweig. Ja,
gebrauchter Tag. Es war für mich auf jeden Fall das schlechteste Schalke-Spiel seit langem. Also indem wir 0,0 kreativ waren, defensiv Riesenprobleme hatten. Und am Ende kannst du fast noch froh sein, dass du nur 0:1 verlierst, weil Marius Müller mal wieder erneut ein paar gute Paraden rausgehauen hat. Ganz, ganz schwach. Ich glaube, wir sind uns einig, dass 3 Punkte nach 3 Spielen zu wenig ist. Wir haben aber auch ein gemeinsames Ziel und das werden wir nicht in den ersten 3 Spieltagen erreichen, auch nicht nächste Woche, auch nicht in einem halben Jahr, sondern im besten Falle im Mai. Und darum geht's. Deswegen gab es auch heute von keinem einzigen Schalker irgendeinen Pfiff. Weitermachen, steigern und das müssen wir dringend. Ich denke mal, bis nächste Woche werden wir nochmal im besten Falle 2, 3 neue Spieler sehen. Denn am Freitag geht es ja bereits weiter gegen Holstein Kiel und es gibt keinen einfachen Gegner. Ich glaube, das hat man heute auch nochmal gesehen. Es war ein ganz, ganz schwaches Spiel, eine vollkommen verdiente Pleite. Nächste Woche gegen Kiel muss ein ganz anderes Gesicht her. Eure Meinung zum Spiel und zum Vlog mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Tonight, what a time to be alive, just you and I.